Moin YouTube, willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Heute zu Brawlhalla, dem neuen Update. Das Update hier, also ich habe das Update runtergeladen. Das ist der Bildschirm direkt am Anfang, wenn man Brawlhalla öffnet. Welcome to Patch 3.40. Hellboy Epic Crossover Event. Introducing Hellboy Nemo. Okay. Neue Crossover Skins. Ah, okay. A brand survived the Horde, a new game mode to celebrate the Hellboy Epic Crossover. Okay, neuer Spielmodus. Neue Map, a brand new Hellboy Themed Map joins the roster of 1v1 and 2v2 Map Pools. Bin ich auch gespannt, wie die Map sein wird. New Legend Horde, the North Legend himself has. Ja, okay, das ist ja von allen. Weekly Death Streams, ja. Gehen wir nicht so. Hellboy. Cross Epic Crossover Skin. So, das ist einfach eigentlich Crossover Skins. Das sind eigentlich einfach nur, also komplettes Remake von dem Charakter. Zum Beispiel hier, wie ihr oben rechts und unten rechts seht. Die Angriffe sind gleich, aber die Animationen sind anders. Die Waffen sehen auch anders aus, aber sind halt die gleichen. Also das für Cross. Das ist für Dusk. Okay, das ist ein bisschen gruselig, weil das ist ja eigentlich ein Kerl, dachte ich. Bloodshot, Crimson Pike. Oh, das Bloodshot sieht geil aus. Mordex Epic Crossover Skin. Scheiße. Okay, dem wird sich Leon wahrscheinlich um. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist Teros. Mann. Ich will einen Zoreal Skin. Ich will Zoreal Skin Crossover. Okay, Outlaw Chest. Neue Chest. Oder was? Ich glaube, die ist neu. Ich weiß nicht, wo man das sieht. Ob die ganz neu ist. Oder schon eine Woche drin ist. Beast of Apocalypse. Okay. Das ist auch neu sein, anscheinend. Neues Avatar Crown of Flame. Sieht nicht mal schlecht aus. Ja, und das Pudel. Hellboy Crossover. Wir nehmen die Waffe natürlich mit. Die neue Map, wo ist die neue? Hier ist die neue Map. Oh. Die Map ist geil. Ja, die Map gefällt mir. Okay. Wir gucken uns jetzt die Signatures das erste Mal an. Die Leitertexte sind immer gleich, weiß man ja. Okay. Die Hand ist geil. Die Hand ist viel geiler. Ja, okay. Also. Neutral-Sec ist okay. Hier. Side-Stick. Sieht schon geil aus. Aber der Down-Stick gefällt mir am meisten. Von dem Fall ist jetzt. Ja. Ja, ganz normal. Also, das ist einfach die Animation der rauskommenden Flamme. Einfach andere Farbe. Jetzt, das war Down-Stick. Side-Stick. Ja, ist an sich Sache. Ich finde die Remake sozusagen der Animation nicht gerade unnormal geil. Also abgesehen von den Soundblocks-Szenen hier finde ich alles scheiße. Noch Teros. Ich glaube, Teros, sein Ding hatte keine neuen Moves. Ah, Mordix, stimmt. Also die Gondel ist schon mal lustig. Sense, ja. Ist nicht schlecht, so sag ich mal. Die Farben gucken wir gleich auch an. Daimyo! Ja, irgendwie sieht der Kopf komisch aus. Die Fäuste passen. So. Die
okay. Leute, muss los. Ja, nichts Spektakuläres, muss ich sagen. Oh, der gefällt mir schon viel mehr. Ja, also ich bin ehrlich, nichts unnormal Spektakuläres. Aber ist geil. So schlecht ist es nicht. Man kann davon denken, was man will. Also schlecht ist es nicht. Der gefällt mir. Der Rest ist so. Kann man machen. Oh, das wird jetzt. Oh, das sieht so falsch aus. Oh Leute. Nimue. Genau, das Crossover. Natürlich wieder hier auf der neuen Map. Die Map gefällt mir echt. Wir müssen auch den neuen Modus gleich angucken. Oh mein Gott, die gefällt mir. Ja, mein. Oh mein Gott, also vor allem auch allein nur die Waffe, wie sie aussieht, gefällt mir richtig. Also die Waffe, also der Orb von diesem Crossover-Skin gefällt mir richtig krank. Also auch diese Animation, diese charakterbasierte Animation. Oh, die Soundeffekte. Ah, scheiße. Nasty as hell. Ey, die gefällt mir. Also, das ist der beste Crossover-Skin von den Filmen. Also, was Waffen an dem Film angeht. Nein, Gravity Cancel Off. Boah, der ist schon krass, der ist schon krass. Muss schon sagen. Also, ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass. Also, ich hätte nie gedacht. Ich hätte nicht erwartet, dass das Crossover mir am meisten gefällt von allen. Boah, der ist halt richtig geil. Man kann den Gegner hier einfach lesen und. Boah. Also, das war echt ein bisschen krank. Ja, wenn man den Gegner liest, ist das viel zu krank. Okay, wir wollen jetzt nicht lange hier rumhassen. Also, der gefällt mir am meisten, das. Also, man ist zu dritt. Nein, Team of Three Shots, also ist man zu viert, nehme ich an. Und man verteidigt irgendwie die Tore zu... Verteidigt irgendwie die Tore zu der großartigen Halle gegen eine Armee von Dämonen. Es ist wohl wellenbasiert. Also, ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie das sehen wird. Place first or second and first game of your bonus. To earn your bonus. So. Wir nehmen natürlich Zarya. Tut mir leid, Leute, aber ich habe keinen der. Ich will euch ja eh nur den Modus zeigen. Okay, what? 3, 2, 1. Was ist für ein Gegner? Also, zwei Gegner. Nee, so. Welle 1. Weil jetzt müssen wir doch Gegner so. Ja, mal. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, wenn es wirklich nur diese komischen Vögel da sind, ist das echt langweilig. Was passiert dann? Sieht man irgendwo die HP der Oh, Teros ist da. Warte. Das. Ah! So, das ist ein NPC. Nein, aber ich sterbe. Habe ich Punkte verloren? Nö, ich habe nicht so lohnt. Okay. Sind die mehr Punkte, die gelben? Oh.
Okay, ich glaube, wir haben verloren. Aber ich bin Platz 1 mit 55. Boah, Leute, was soll ich sagen? Ehrliches Fazit, so der Modus ist unnötig. Aber ja, man holt sich seine 300. Ja, das war's mit dem Update, oder? Hab ich irgendwas vergessen? Ich weiß nicht, ob irgendwelche Mechanics, dies, das, neu sind. Müsst ihr einfach auf die Patch Notes gucken. Das war's dann mit dem Video. Viel Neues in Brawlhalla oder einfach Brawlhalla Content. Lasst ein Abo da. Ich mache gerade eine Montage. Ich bin gerade an der Montage seit 5, 6 Tagen. Also seit über einer Woche eigentlich. Seitdem mein letzte Montage rausgekommen ist, bin ich an einer am Arbeiten. Und ich habe vor, die ungefähr 10-mal geiler zu machen als die da. Und ja, lasst ein Abo da, um diese Montage nicht zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.